Zeuge Rudolf Würber, Großbritannien, Biochemiker, 40 Jahre, 117. Verhandlungstag, 30.11.1964. Zeit verhaftet worden. Ich wurde unter dem Vorwand einer Umsiedlung nach Konzentrationslager Majdanek gebracht. Von wo aus, Herr? Aus der Slowakei. Und aus welcher Stadt? Das war aus der Stadt Tirnau. Wie hieß sie? Tirnau. Tirnau, ja. Und dieses Verbringen geschah aus welchen Gründen? Da ich in einer jüdischen Familie geboren wurde, wurde ich eines Tages verhaftet und nach Majdanek verschickt. Also aus rassischen Gründen? Jawohl. Und Sie kamen dann von Majdanek nach Auschwitz? Ich war 2 Wochen in Majdanek und dann wurde ich aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, nach Auschwitz verschickt. Ja. Am 30. Juni 1932. Am 30. Juni welchen Jahres? 1942. Am 30.06.1942. Und wie lange sind Sie dort geblieben? Ich war in Auschwitz bis zum 7. April 1944. 7. April 1944 und kam dann wohin? Ich bin entflohen aus Auschwitz am 7. April. Sind entflohen? Ja. Aha. Und sind auch dann in Freiheit geblieben. Und ich bin zurückgekehrt in meine Heimat, nach der Slowakei. Ja. Sie sind aber nicht erneut verhaftet worden. Nein, nein. Ich habe mich gewehrt. Ja. Herr Würber, Sie haben im Lager Auschwitz verschiedene... Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen, zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Jawohl. Ja. Herr Würber, Sie waren im Auschwitz-Lager mit verschiedenen Tätigkeiten beschäftigt. Jawohl. Wollen Sie uns einmal sagen, was Sie dort für einzelne Tätigkeiten ausgeübt haben? Die ersten 6 Wochen war ich tätig in einem Hauptwirtschaftslager der SS. Ja. Dann war ich eingereiht in eine Gruppe, die für IG Farben arbeitete. Wie auf den Bunawerken. Wie lang? Dort war ich ungefähr 4 Wochen. Vier? Ungefähr 4 Wochen. Ja. Vielleicht 6 Wochen. Ja. Danach wurde ich in ein besonderes Kommando eingereiht, das den euphemistischen Titel Aufräumungskommando hatte. Ja. Und das sich damit befasste, die Transporte von jüdischen Familien, die nach Auschwitz kamen, also dort zu assistieren, beim Auslegen von den Zügen. Und wie lang waren Sie dort ungefähr? Um sich mit dem Vermögen zu befassen. Ja, dort war ich ungefähr vom Herbst 42 bis zu Juni 43. Bis Juni 43. Und was geschah dann mit Ihnen? Im Juni 43 bin ich ein Schreiber geworden auf einem Blog, da ich mehrere Sprachen sprach. Und ich war Schreiber in Birkenau. Das bedeutet, im 43 wurde ich von Auschwitz nach Birkenau verlegt. Im Jena. Im Jena? Sie sagten, seit Juni 43 seien Sie Blogschreiber gewesen. Jawohl. Das bedeutet, dieses Aufräumungskommando war im Auschwitz bis zu Jena 43. Ja. Dann wurde das ganze Kommando nach Birkenau verlegt. Ja. Und ich blieb in diesem Kommando bis zu Juni 43. Ja. Dann im Juni 43 wurde ich dort Schreiber in Birkenau. Und bin Schreiber geblieben bis zum April 44, das heißt bis zur Zeit meiner Flucht aus ja. dem Konzentrationslager. Und in welchem Block waren Sie Blockschreiber? Ich war im Quarantänelager Blockschreiber und am Tage meiner Flucht war es Block 14. Ja, also Quarantänelager, das war das Lager A. Das war das Lager 2A. 2A. B2A. Und da waren Sie im Block? 14. 14.
Und welche Häftlingsnummer hatten Sie dort? Welche Häftlingsnummer? Sie haben doch eine Nummer. Ja, meine Nummer ist 44.070. 44.070. Und haben Sie in Auschwitz und in Birkenau unter Ihrem richtigen Namen Wirrwarr gelebt? Oder nein. Welchen Namen hatten Sie da? Ich habe in Auschwitz und Birkenau unter dem Namen Walter Rosenberg gelebt. Walter Rosenberg. Und was war der Grund dafür, dass Sie diesen Namen angenommen haben? Als ich von Auschwitz entfloh, hatte die sogenannte politische Abteilung von Auschwitz einen Haftbefehl gegen mich erlassen und aufgefordert, alle Kriminalstellen in Deutschland und in besetzten Gebieten, die Gestapo-Stellen und die Sicherheitsdienste, nach mir zu fahnden. Die Kopie dieses Fahndeberichtes ist in meinen Händen. Ich habe sie vom Auschwitz-Museum bekommen. Und im Jahre 1944, das heißt unmittelbar nach meiner Flucht aus Auschwitz, um diese Fahndung nach mir, habe ich den Namen geändert zu Rudolf Wirrwarr. Ich bin dann später unter diesem Namen ins tschechoslowakische Militär eingetreten und war im Militär bis zum Ende des Krieges. Meine Dokumente wurden natürlich verbrannt, noch in Majdanek, und ich habe keine anderen Dokumente gehabt als die Papiere, die ich als Soldat beim Ende des Krieges bekommen habe, und habe den Namen nachher legalisiert. Da, nachdem ich Auschwitz gesehen habe, wollte ich nicht einen deutsch klingenden Namen zu tragen. Also Sie sind geboren als Walter Rosenberg. Das ist richtig. Und Sie haben dann den Seuchen Wirrwarr nachträglich den Namen Wirrwarr sich nachträglich legalisieren lassen. Das ist richtig. Ja. Ja. Herr Zeuge, wir wollen jetzt zunächst eine Pause einlegen. Uns zum Schluss noch gesagt, dass Sie nach Auschwitz gekommen sind. Und darf ich Sie noch einmal um das genaue Datum fragen, von wann bis wann? Nach Konzentrationslager Majdanek bin ich eingeliefert worden am 14. Juni 1942. Ja. Und von dort wurde ich in einen Viehwagentransport am 28. Juni, das heißt im selben Monat, wieder abtransportiert. Wohin? Der Zug ist angekommen ins Konzentrationslager Auschwitz am 30. Juni. Aha. Also Sie waren 14 Tage in Majdanek. Jawohl. Und dann sind Sie am 30.06. in Auschwitz angekommen. Jawohl. Am 30.06.42. 42. Ja. Nun, Rüber, Sie sind dann in welche Lager gekommen, beziehungsweise in welche Blocks? Im Lager Auschwitz, das heißt in den Zentrallager, war ich bis 15. Januar 1943, aber hier bin ich mich des Datums nicht ganz sicher. Es müsste im Jänner 43 sein. Ich war auf verschiedenen Blocks, denn von Anfang wurde ich von einem ins andere, sogenannte Arbeitskommando, verschoben, bis ich dann schließlich in das sogenannte Aufräumungskommando eingegliedert wurde. Ja. Und das erinnere ich mich, die Nummer des Blockes war 4. Ja. Also Sie sind insgesamt gewesen in allen Lagern in Auschwitz vom 30.06. bis zum 7.04.44 bis zu Ihrer Flucht. Jawohl. Nicht? Davon waren Sie 6 Wochen etwa bei dem SS-Wirtschaftslager, dann 4 Wochen in Buna, 4 bis 6 Wochen. Im September kamen Sie zu dem Aufräumungskommando und blieben dort zunächst bis zum Januar 1943 in Auschwitz und kamen vom Januar bis Juni und vom Januar bis Juni waren Sie in Birkenau. Vom Januar bis Juni war ich im Aufräumungskommando in Birkenau. Kam dann im Juni 1943 als Blockschreiber zum Block B2A, Block 14. Jawohl. Ja? Und nun haben wir also Ihre Tätigkeit zunächst in der Wirtschaftsabteilung, dann in Buna. Und dieses Aufräumungskommando, das wird für uns vielleicht eins der aufschlussreichsten sein,
Denn da sind Sie ja ziemlich herumgekommen. Jawohl. Wo waren Sie denn untergebracht in dieser Zeit? In der Zeit, da ich im Aufräumungskommando arbeitete, war ich untergebracht im Block 4 im Auschwitz-Zentrallager. Im Stammlager Block 4? Im Stammlager Block 4 im Keller. Im Keller. Wer war damals Ihr Blockältester? Der Blockälteste war ein polnischer Häftling, der hatte geheißen Polsakiewicz. Polsakiewicz. Und wissen Sie noch, wie Ihr Blockführer hieß? Nein, den Namen des Blockführers kann ich mich nicht erinnern. Ich erinnere mich nur den Namen des Blockschreibers. Das war Ernst Burger. Burger. Bitte? Ja. Wissen Sie, was aus dem Burger geworden ist? Der Burger, solange ich im Lager war, hat er noch gelebt. Nach dem Kriege habe ich erfahren, dass er wegen Fluchtverdacht von der SS gehangen wurde. Ja. Nun, Herr Reba, worin bestand Ihre Tätigkeit bei dem Aufräumungskommando? Ja, das Aufräumungskommando war ein ziemlich komplizierter Apparat und ich würde vielleicht 3-4 Minuten brauchen, das zu beschreiben. Ja, nun so in großen Zügen vielleicht ja. Einmal, ja? Grundsätzlich hatte das Aufräumungskommando in 2 Schichten gearbeitet. Es war eine Tagesschicht und eine Nachtschicht. Ja. Die Nachtschicht war in direktem Kontakt mit sogenannten Zugängen. Das bedeutet, beim Ausladen der Transporte, die konstant ins Auschwitz rollten. Und die Tagesschicht hatte sich befasst mit den Effekten der Victims, der Opfer. Der Opfer. Ja. Im Grunde genommen, unsere Arbeit bestand wie folgt. In der Nacht, wenn der Transport angemeldet wurde nach Auschwitz, kam ein Blockführer, ein SS-Mann, ins Block und hatte uns geweckt. Darauf sind wir sofort aufgestanden und wurden zu sogenannter Rampe abtransportiert. Ja. Die Rampe, das war ein Holzgebäude, ein Holzgerüst von ungefähr 500 Meter Länge, könnte aber auch länger sein, das sich zwischen Auschwitz und Birkenau befand. Aha, das war die sogenannte alte Rampe. Jawohl. Ja. Wir sind mit einer Gruppe von SS-Männern immer herausmarschiert. Wir wurden herausmarschiert von einer Gruppe von SS-Männern. Und da waren gewöhnlich schon auf der Stelle ungefähr 100 SS-Mann ohne Rang. Die haben um die Rampe eine Postenkette gezogen. Als die Postenkette gezogen wurde, wurden wir in die Postenkette hereinmarschiert. Denn diese Rampe war ja außerhalb des Lagergebietes, außerhalb Auschwitz und außerhalb Birkenau. Ja. Wir wurden in die Postenkette hereinmarschiert und warteten auf den Zug. Der Zug wurde hereingeschoben in diese Kette, ungefähr nachdem die Postenkette kontrolliert wurde und alles klappte. Danach kam eine Kommission von SS-Offizieren und eine Gruppe von SS-Unteroffizieren. Das waren meistens Rottenführer, Scharführer und Unterscharführer und solche. Und eine Gruppe von Offizieren, also die haben da Gold auf den Achseln gehabt. Wir standen auf dem unteren Ende der Rampe und die sogenannten Offizieren standen am oberen Ende der Rampe. Die SS-Unterscharführer, also die haben sich dann zum Zug begeben und haben die Waggone geöffnet und haben den Insassen der Waggonen, die meistens von Frauen, Kindern, Männern und allen möglichen, also von Familien bestanden, angeordnet, die Waggone zu verlassen. Die Leute, in jedem Transport wurde ungefähr die Zahl wechselte. Die kleineren Transporte hätten vielleicht 700 bis 800 Leute. Die größeren Transporte könnten bis zu 3000 Leute enthalten. Die Leute wurden von den Waggonen herausgetrieben, manchmal mit guten, manchmal mit schlechten Wort, von den SS. Und wir standen in einer Kette, in einer Ecke der Postenkette und unter Todesstrafe wurde uns verboten, sich mit jemandem von den Zugängen zu unterhalten. Als die Zugänge
wurden dann aufgereiht vor der Rampe und ein strenger Sprechverbot wurde ihnen auferlegt. Niemand durfte sprechen. Wer gesprochen hatte, dazu waren dort die Unterscharführer, die Spazierstöcke trugen und rücksichtslos hineinschlugen beim jeden Versuch, einen Kontakt zwischen den Leuten einzuführen. Die ganze Reihe der Leute, das gewöhnlich waren, das, wie ich sage, eine größere Masse von Leuten, bis zu 3000 Leute, wurde dann vor die Kommission geführt, die auf dem anderen Ende der Rampe stand, die von den SS-Offizieren bestand. Und die haben gewöhnlich, nicht immer, ungefähr 100 bis 150, manchmal 200, sagen wir 15 bis 20%, 10%, das hatte sehr variiert, Leute herausgesucht, die ins Lager abmarschiert wurden. Der Rest der Leute wurde dann auf vorbereitete Lastwagen geladen und nach die andere Seite, das heißt nach Birkenau, direkt in die Gaskammern verschickt. Das bedeutet, wenn der Transport ist angekommen, das war eine Routine, ist sofort ein roter Kreuzwagen angekommen, wenn die Leute sind herausgestiegen. Das, was der rote Kreuzwagen enthält, das wusste ich, denn bei Tag wurde er mit Zyklongas verladen und der ist vorbeigefahren an den Leuten. Das hatte auf die Leute eine beruhigende Wirkung gehabt, denn sie hatten gesagt, der rote Kreuz ist da, also kann nichts passieren, sogar Schlimmes. Und der ist vorbeigefahren und direkt in die Gaskammer. Die war ein Kilometer weiter. Nun, die Leute wurden aussortiert, auf die Autos verlegt und dann kam die zweite Seite der Operation. Da waren in den Waggonen immer eine Nummer von Leuten, die man nicht bewegen konnte, von den Waggonen herauszusteigen. Also erst sind dort die Unterscharführer, haben es versucht auf eine härtere Weise. Und die, welche mit Stockschlägen nicht herauszukriegen waren, das bedeutet die Toten, die Todkranken, die auf Stockschläge nicht mehr reagierten, und Krüppeln, verkrüppelte Leute, die sich nicht bewegen konnten. Dann wurden wir von der SS in die Waggone hereingetrieben und müssten diese Leute von den Waggonen herausziehen. Und gewöhnlich, wenn der Transport die Masse oder in die Gaskammern verschickt wurde oder der kleine Rest in das Lager. Und dann, wenn die Rampe sozusagen frei war, hatten wir uns zu befassen mit dem, was in dem Waggon an den Leuten übrig blieb. Die Leute müssten geschleppt werden. Das bedeutet, dass die Arbeit war ziemlich für die SS auch unangenehm. Die Waggone waren oft, da war manchmal bis zu 10% Tote in manchen Waggonen, die mehrere Tage schon dort waren oder Schwerkranke. Die hygienischen Verhältnisse in den Waggonen waren manchmal sehr schwierig, was den SS-Leuten nicht sehr gut passte unter die Nase. Und die Arbeit wurde mit Stockschlägen sehr schnell befördert. Das bedeutet, dass einen Kranken konnte nur ein Häftling schleppen. Wir hätten oft müssten schleppen die Kranken auf einer Distanz bis zu 500 Meter bei Händen oder auf Decken oder wie es eben gegangen ist, bis zu den Lastautos. Und dann angefördert mit Stockhieben hatten wir die Kranken auf das Lastauto befördert und mit den Toten zusammen ist das letzte Lastauto dann weggefahren. Nachdem die Leute weg waren, hatte das Arbeitskommando die zweite Aufgabe gehabt, nämlich wir haben herausgeschleppt von den Waggonen im Laufschritt alle Effekten der Anwesenden, die in dem Waggon da waren. Als die Effekten herausgeladen wurden, sind die Lastautos, welche die Opfer nach den Gaskammern gebracht haben, sind zurückgekommen leer. Und auf diese leeren Lastautos haben wir dann geladen das Gepäck. Als das Gepäck verladen wurde, ist das Gepäck weggefahren in ein Gebäudekomplex im Auschwitz I. Und damit haben wir sich dann in der Frühgefahr befasst. Nachdem dies passierte, haben wir die Waggone gereinigt. Die Waggone müssten absolut klar gereinigt werden in einer schnellen Zeit. Und das Stroh oder was immer dort war, Papier oder welche immer Spur von Menschen in Waggonen, musste absolut entfernt werden. Und wenn alles fertig war, dann was im Waggon übrig geblieben ist, also das Stroh, das wurde am Platz verbrannt.
Danach kam die SS-Inspektion und wenn ein Waggon gefunden wurde von den SS-Unterführern dort, welcher nicht blitzblank klar war, rein war, das bedeutet, wo noch Spuren von Leuten drin geblieben sind, wurden schwere Strafen verhängt auf die Häftlinge, die wir dort arbeiteten. Und danach wurde das Kommando gegeben, erst den Zug wegzuschleppen. Da ist eine Lokomotive gekommen wieder und hatte den Zug weggebracht. Nun, entweder sind wir dort geblieben und warteten auf einen Transport, einen anderen Transport. Und diese Prozedur hatte sich wiederholt, manchmal in einer Nacht 5 bis 6 Mal, manchmal bloß einmal. Das bedeutet, es waren Nächte, wo wir gesehen haben, anzukommen an die 10.000, vielleicht 7.000, vielleicht 5.000 Leute, manchmal nur 700 oder 800 Leute. Mhm. Falls der Befehl gekommen ist, dass wir nicht einen nächsten Transport warten, wurden wir wieder in unseren Block, ins Lager zurückgeführt. Unsere Arbeit hatte dann begonnen am nächsten Morgen. Da war ein starkes Kommando, das wurde herausmarschiert in die Effekten, in diese Effektenkammern. Die Pakete wurden aufgerissen und sofort sortiert. Dokumente, persönliche Fotografien, Familienalbums wurden auf Platz verbrannt. Dann Hemden, Jacken und so weiter, das wurde alles sehr sorgfältig aussortiert nach der Qualität. Da waren Herrenhemden erster, zweiter und dritter Klasse und Damenhemden erster und zweiter, dritter Klasse und so weiter. Pelze und alle die Effekten, die die Opfer mitgebracht haben. Und das wurde sortiert in großen, das war unsere Tagesarbeit, das wurde sortiert in großen, in diesen Effektenkammern, Komplexen. Falls das alles aussortiert wurde, dann kamen die Züge und auf die Züge wurden die Güter verladen. Ich habe oft gesehen die Züge mit einer Anschrift Winterhilfswerk. Anderes Mal waren es Züge mit einer Anschrift Papierfabrik Memmel. Das waren Züge, wo wir die vierte Klasse von Lumpenpakete, ja. Das wurde in eine Papierfabrik verschickt. Und verschiedene andere Sachen waren dort. Es war dort eine große Menge an Geld zu finden. Zwischen den Paketen waren dort Valuten, Gold, Golduhren und so weiter. Die wurden unter einer besonderen Aufsicht von einem gewissen Individuum, das Scharführer Wicklepp geheißen hatte, gesammelt und in sein Amt hineingebracht. Am Abend wurden sie dann etwohin abgeliefert, das mir unbekannt war. Es waren jeden Abend bei der Arbeit, die Wertsachen wurden in einen großen Koffer verschleppt. Also das war ein Koffer, der war voll mit Dollars, englische Pfund, Marks, Zlotys, Golduhren und solche Sachen. Also jedenfalls große Werte. Falls die Arbeit beendet wurde, sind wir wieder abmarschiert nach dem Lager. Wir wurden streng untersucht beim Abmarsch vom Kommando. Bei wem gefunden wurde, dass er etwas mitgenommen hatte, der wurde sehr streng, manchmal mit Tode bestraft. Denn stehlen durfte man dort nicht, hatte man uns gesagt. Und dann sind wir ins Lager hereinmarschiert, wo uns wieder eine Schar von SS-Leuten erwartete, uns manchmal durchzusuchen, was bei der ersten Untersuchung könnte unterschlupfen. Und wir wurden ins Block hineingeführt und sind dort geschlafen, bis wieder der Alarm gekommen ist, dass der Transport angekommen ist. Diese Arbeit habe ich verrichtet ungefähr 10 Monate. Ja. Nun, Herr Rüber, würde mich Folgendes interessieren. Sie waren doch, wie Sie uns eben geschildert haben, auf der Rampe. Jawohl. Zunächst einmal, diese sogenannte alte Rampe, ja, die existierte, wenn ich Ihre Aussage richtig verstehe, bis zum Juni 1943. Jawohl. Und dann wurde die alte Rampe nach Birkenau verlegt. Nein, bitteschön. Das war nicht ganz so. Die alte Rampe, also auf der, die Rampe, die ich mich erinnere, vom 42. Jahr, so viel ich mich erinnere, ja, existierte, solange ich dort gearbeitet habe. Die war aus Holz gebaut. Und nach einer gewissen Zeit, nachdem Millionen Menschen oder Hunderttausende Menschen auf ihren trampelten, hatte die Rampe angefangen nachzugeben. Das bedeutet, da waren Löcher. Falls wir auf der Rampe sich bewegten, da sind manchmal heruntergefallen unter die Rampe. Nun, eines Tages haben sie angefangen, die Rampe zu reparieren. Jetzt erinnere ich mich nicht ganz gut, aber ich glaube, erst
wurde die alte Rampe in eine Betonrampe umwandelt. Aber falls diese Umwandlung schon Platz genommen hatte, war ich schon nicht mehr in Kommando. Das bedeutet, die Holzrampe wurde durch eine Betonrampe umgewandelt im Jahre 43. Dann erst im Jahre Ende 43, das bedeutet, sie wurde in eine bessere umgewandelt, ungefähr im Sommer 43, die alte Rampe, in Beton. Zu Ende des Jahres 43, also das war Dezember oder glaube ich, das war Januar 44, wurde die neue Rampe gebaut zwischen Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 in Birkenau. In Birkenau. Das konnte ich gut verfolgen von meinem Block, der war im Bauabschnitt 2a, Block 14. Also das ist sozusagen vor meinen Augen gebaut. Und da wusste ich, dass diese neue Rampe, das habe ich gehört, für die ungarischen Transporte vorbereitet ist. Denn es hatte sich gehandelt um ein Ermorden von 1 Million Leuten in kürzester Frist. Also haben die sich entschlossen, offenbar eine Rampe direkt beim Krematorium zu bauen. Das heißt zwischen Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2. Ich habe nie gesehen, diese Rampe fertig. Denn ich bin, bevor die ungarischen Transporte angekommen sind, bin ich von Auschwitz geflüchtet. Und das Erste natürlich, das ich gemacht habe, habe ich beschrieben, dass diese Rampe gebaut wurde für die ungarischen Bürger jüdischer Herkunft und die Warnung darüber abgeben, dass, was da vorgeht. Also die zweite Rampe habe ich nie gesehen, beendet. Mhm. Ich habe bloß gesehen, sie wurde gebaut. Ja. Nun, Herr Zeuge, noch etwas anders. Sie schilderten uns vorhin, dass die Lastwagen mit den Menschen, die zum Tode bestimmt waren, wegfuhren in die Gaskammer nach Birkenau. Ja. Welche Gaskammern waren denn das damals? Die Gaskammern bei dieser Zeit habe ich noch nicht gesehen. Ich wusste bloß von meinen Freunden, die bei den Gaskammern arbeiteten, dass, welche es waren. Es waren die Gaskammern hinter Birkenau in Brzezinki. Damals Januar 43? Das müsste nach Januar 43 nach Januar sein. 43. Ja. Das könnte Februar sein, das könnte März sein. Ich erinnere mich, es war noch sehr kalt. Da war das erste Krematorium mit der ersten Gaskammer fertig in Birkenau. Ja, jawohl. Dort von diesen großen, die da gebaut worden sind später. Oben am Rande der Karte, da sehen Sie solche braunen Blocks, und das sind die Krematorien. Bitte schön, ja. Also das erste Krematorium, das ich gesehen habe, zu arbeiten und die Opfer ins Krematorium hereinzuführen. Das erste Krematorium, das ich gesehen habe, wirklich bei Arbeit und die Opfer hereinzuführen, das war im Bauabschnitt 1a, 1b, also das war das alte Männerlager in Birkenau. Und hier ist das Krematorium gestanden. Ich könnte die Sache sehr gut beobachten, denn dieser Block hier, das war der Block Nummer 27. Und hinter diesem Block war die Leichenhalle, die ist hier nicht eingezeichnet. Hm. In der Leichenhalle, das war die Leichenhalle für die Häftlinge, die hier gestorben sind. Wenn ich in der Nacht vom Aufräumungskommando zurückkam, das heißt, ich kam zurück morgens, da bin ich nicht in meinen Block gegangen, sondern in die Leichenhalle. Denn der Schreiber der Leichenhalle war Wetzler, mit dem ich vom Lager entflohen bin. Und ich habe mich meistens mit ihm aufgehalten in meiner freien Zeit, denn wir waren nahe Freunde. Nun, von dieser kleinen Kammer hinter dem Block 27 konnte ich ganz gut beobachten, was sich hier im Krematorium abspielt. Denn bei der Zeit, wo das Krematorium fertig war, waren hier keine Bäume, so wie sie hier gezeichnet sind. Da war gar nichts. Hier war bloß der elektrische Zaun. Natürlich, die Häftlinge hier dürften sich nicht aufhalten. Das Vergasen wurde gewöhnlich nachts oder frühmorgens vor dem Appell vorgenommen. Aber da ich von der Kanada, also vom Aufräumungskommando zurückgekommen bin und anstatt auf meinem Block direkt in die Leichenhalle gegangen bin, wo ich die Leute gut kannte und immer offene Türe hatte, konnte ich mich da aufhalten und den Prozess hier beobachten. Und da habe ich oft gesehen, wenn ich von der Rampe zurückgekommen bin, dieselben Leute, die gewöhnlich sehr charakteristische Anzüge hatten. Sagen wir, wenn es Holländer waren, die haben von Distanz ganz anders ausgeschaut als solche, welche von Polen gekommen sind oder solche, welche von Jugoslawien gekommen sind. Also da konnte ich die Leute sehen, hereinmarschieren, hier in dieses Gebäude.
Und da habe ich auch das erste Mal gesehen, dass auf einem Bunker, also das war so wie ein Betonplatz, da ist plötzlich, wenn ich war, ich habe eben in der Leichenhalle gesessen und Kaffee getrunken. Und da sehe ich, dass ein Mann in einer SS-Uniform heraufkriecht auf diesen Bunker und mit einer Gasmaske und hat eine große Büchse in der Hand und öffnet die Büchse und schüttet etwas hinein durch eine Öffnung auf den Betonklotz. Ja, das hat etwas geöffnet und das hat er hereingeschüttet. Und da war mit mir der Kapo der Leichenhalle, war damals ein tschechischer Arzt, der hatte geheißen Lubomir Bastas. Und ich sage ihm, Lubomir, schau, was er da macht. Was macht er denn da? Und da hat er mir Bastas erklärt, das ist ja der Transport, den ihr in der Nacht aufgeladen habt und jetzt schüttet er Gas herein. Aber sag's keinem, denn das kostet uns das Leben. Und seit damals habe ich mehrere Mals oder ganz oft das beobachten können. Denn mein Weg immer war in diese Leichenhalle, die hier nicht eingezeichnet ist. Mhm. Schließlich bin ich mit diesem Wetzler, der in der Leichenhalle gearbeitet hatte, entflohen vom Lager. Ja. Ja. Noch, wenn Sie da vorne sind, wollen Sie uns doch bitte mal zeigen, was das da oben für Gebäude sind, zwischen diesen, also nach den beiden ersten Krematorien. Also hier. Eins, dann kommt zwei. Ja. Und weiter rechts. Ja. Noch weiter rechts. Ja. Also da kann ich mich bitte nicht ganz genau erinnern. Es ist möglich, dass es sich um die Saune handelt. Denn zwischen den Krematorien, wenn schon die Krematorien ganz fertig waren, also wenn da alle die vier Krematorien gestanden haben, ja, da zwischen den Krematorien etwa, aber das möge hier auch sein. Ja. Da war wahrscheinlich die Saune, da war ich schon ganz oft hin, wo die Zugänge, die nicht ins Krematorium hereingeführt wurden, wurden hier hereingeführt. Mhm. Ich habe gehört über etwas von den Häftlingen, die da arbeiteten, dass da etwas Technisches gebaut wurde, dessen Bestimmung mir nicht ganz klar war. Also das könnte etwas dazu sein. Es wurde gesagt, es ist etwas mit Fermentationsanlagen oder sowas, aber ich weiß nicht. Ja, und da oben rechts dann diese vielen Blocks, wissen Sie, was das war? Diese Blocks hier. Ja. Bitte einen Moment. Das war das Bauabschnitt 3. In der Zeit, wo ich vom Lager geflüchtet bin, waren, so viel ich mich erinnere, keine Blocks. Ja, und also ich bin geflüchtet, das ist auch nicht der Bauabschnitt 3. Da irren Sie sich. Der Bauabschnitt ist da drüben. Ja. Ganz recht, ja. Ich habe es nur benutzt nach der Orientation. Ja. Soviel ich mich erinnere, in der Zeit meiner Flucht, ich kann mich nicht erinnern auf diese Baracken. Aha. Also Sie haben jedenfalls nie drin gearbeitet? Da drin? Ja. In diesen Baracken? Ja. Nein. Weil das nämlich nachher das Lager Kanada war. Aber da waren Sie nicht mehr dort. Nein, ich bin geflüchtet am 7. April und am 7. April war das noch nicht dort. War noch nicht da. Dankeschön, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Nun, Herr Zeuge, hätte ich dann eine weitere Frage. Sie haben uns geschildert, dass zunächst SS-Leute ohne Rang hingekommen sind, die Absperrung besorgt haben, an die Rampe nämlich. Ja. Dass dann Scharführer und Unterführer hingekommen sind und dann schließlich die Führer. Haben Sie von diesem SS-Personal, was da erschien auf der Rampe, irgendwelche gekannt, mit Namen oder nach Person? Ja, persönlich habe ich viele gekannt. Den Namen nach, nein. Denn ich habe sie gesehen, Nacht nach Nacht hinzukommen. Und es waren nicht immer dieselbe, aber es waren eine Gesichterreihe. Ja. Es ist natürlich, was ich gesehen habe, war, dass dort eine große Abwechslung war zwischen diesen. Da waren gewisse Gesichter, die dort sehr oft waren und gewisse Gesichter, die dort weniger oft waren. Manches Mal sind 5 Transporte in einer kalten Nacht angekommen, die sind dort nicht gestanden. Die wurden abgelöst von einem anderen Kommando, das bedeutet von einer anderen Gruppe. Und so viel ich beobachten konnte mit großer Lust, denn da war was zum Organisieren, da war immer was zum Stehlen. Da waren ja Damenuhren und Slivovitz-Flaschen und alles Mögliche, was man da nehmen konnte. Und die haben sich dort sehr freundlich unterhalten. Ich habe sie nur damals sehen können, die SS-Offiziere, wo ich mit den Toten oder solchen Zugängen, die sich nicht bewegen konnte, ins Lastauto schleppen musste. Ja. Und da musste ich bei ihnen vorbei. Ja.
Also nur bei dieser Gelegenheit konnte ich sie sehen von der Nähe. Ja. No, normal, wenn ich nicht zu dieser Arbeit bestimmt wurde, konnte ich die Offiziere von der Nähe nicht sehen. Denn da, die konnten ja nicht zu den Waggonen. Die Häftlinge wurden, die Zugänge wurden von dem Waggon ausgeladen und vor der Offiziersgruppe vorbeigeführt, ja, die auf dem anderen Ende stand. Ja. Ja. Also ich konnte die Gruppe sehen nur zum Ende der Arbeit, falls ich die Aufgabe bekommen habe, die Toten oder die Sterbenden auf das letzte Auto zu schleppen. Natürlich war das ziemlich oft, denn ich war einer der Jüngsten im Kommando. Und es ist schon so, dass die unangenehme Arbeit immer der Jüngste hat. Ja. Und so habe ich sie öfters gesehen. Ja. Sie können uns also gar keine Namen nennen von den Leuten, insbesondere von den Leuten, die die Selektionen durchgeführt haben, die also unterschieden haben zwischen denen, die ins Lager kommen sollten und denen, die in den Tod gehen sollten. Ich könnte schon vielleicht jemanden erkennen, aber ich könnte schwer einen Namen sagen zu können, wenn Sie mich so direkt fragen. Ja. Ja, ich erinnere mich ganz klar auf den Mengele. Ja. Der war dort am öftesten. Ja. Ich erinnere mich schon auf den, ja, Fries beim Namen, den ich sehr oft gesehen habe. Also der war mir so gut bekannt, den musste ich zweimal täglich vorbeimarschieren, also der konnte mir nicht entgehen. Ich erinnere mich schon auf die Unteroffiziere beim Namen. Auf die Unteroffiziere Otto Graf und König und Wiglep, die dort frequent waren. Aber da erinnere ich mich auf die Namen wiederum, bloß deshalb, weil ich mit denen sehr oft beim Tag zusammengekommen bin. Auf die übrigen, da habe ich viele Gesichter mir gemerkt, aber und konnte sie denn sehen nach aus, aber ich wusste ihr deren Namen nicht. Und wenn Sie mir erlauben, ja, die haben sich nie vorgestellt. Naja, das ist klar. Nun, Herr Zeuge, weiter. Sie sagten also, Sie waren dann bis zum Juni 1943 bei diesem Kommando und wurden dann, so, bei diesem Kommando. Und wo waren Sie da untergebracht? Zum Schluss in Birkenau. Zum Schluss war ich in Birkenau untergebracht, in einem der Holzblöcke, die in Birkenau Lager 1a waren. Darf ich das bitte zeigen auf der Mappe? Ja. Danke. Also in Birkenau, im alten Lager, hier waren diese Blocks waren gemauert, während diese Blocks waren aus Holz. Die Kanada war untergebracht in dieser Gegend von dieser vier Blöcke. Ich kann jetzt nicht pünktlich sagen, welcher, aber mein Block hatte die Nummer 16. Ja. Und das müsste hier in dieser Gegend sein. Ja. Hier wurde ich untergebracht bis zum Juni 1943. Ja. Und dann wurde dieses Lager zum Frauenlager verwandelt. Ich war vorübergehend im Lager D als Hilfsschreiber, vielleicht für 2 oder 3 Wochen. Ins Lager 2D. Vom Lager 2D bin ich als Schreiber ins Quarantänelager hereingebracht worden, ins Lager 1A. Und hier war der Block 14, Entschuldigung. Ja. So dass von hier, von diesem Block, konnte ich klar beobachten, dass die Rampe hierher verlegt wird. Da habe ich gesehen, das Bauen. Ja. Und von diesem Block war es, dass ich vom Lager geflüchtet bin. Ja. Das war also im Block 14 im Quarantänelager A. Und vorher waren Sie in 1B16 und vorübergehend noch einmal im D-Lager. 2D Block 9. Ja, 2D Block 9. Dort war der Wetzler Schreiber. Ja. Ja. Herr Rüber, dann darf ich Sie nach Folgendem fragen. Wer war denn nun Ihr Blockführer, wie Sie in 1B16 waren, wie Sie in 2A14 waren und wie Sie in 2D9 waren? Wissen Sie das noch? Sorry. Ja, die Namen ist sehr schwer, mich jetzt zu erinnern. Ja. Auf die Blockführer oder die Blockältesten? Blockführer. Die SS-Männer. Nein, auf das Lager B, auf den ersten Abschnitt, also auf das alte Lager, am Block 16 kann ich mich nicht erinnern. Ja. Im Block 9, falls ich war, da kann ich mich nicht mit Sicherheit erinnern. Den Namen Baretzky habe ich damals oft gehört. Der ist oft hineingekommen, aber ich kann nicht
mich ganz genau erinnern. Das war 2D9. 2D9. Ja. Dann war ich im Quarantänelager. Und da ich jetzt Schreiber war im Quarantänelager und mehr mit diesen Individuen in Kontakt gewesen war, da kann ich mich besser erinnern auf die Namen. Da war der SS-Unterscharführer Kurpanik, der SS-Unteroffizier Buntrock, der SS-Unteroffizier Perl. Ja, das ist alles, was ich mich in diesem Moment erinnern kann, auf die Namen. Ja. Nun, Herr Rüber, haben Sie. Nein, ja, Entschuldigung bitte, ja, nicht Perl, Persche. Persche. Nun, Sie haben uns den Namen Baretzky genannt und haben gesagt, der sei öfter genannt worden. Haben Sie ihn denn selbst gesehen? Ich kann mich dessen jetzt nicht erinnern. Nicht erinnern? Nein. Also Sie der Name war mir gut, der Name war mir geläufig, ja, falls, solange ich im Lager war, ja, und besonders im D-Lager. Und auch wenn ich im Quarantänelager war, ich habe da oft den Weg gemacht vom Quarantänelager ins D-Lager, wo ich meine Freunde hatte. Wetzlar, mit wem ich geflüchtet bin, war ja noch immer im D-Lager. Im B oder D? D. Dora. Dora, ja, ja. Das heißt, bei der Tag unserer Flucht, ich war der Schreiber im A-Lager und er im D-Lager. Und da hatte ich oft bei der Vorbereitung der Flucht den Weg von A zu D machen müssen. Und da wurden mir gewisse Warnungen gegeben, pass auf, du sollst nicht den Baretzky treffen. Also damals, der ist gefährlich, aber damals, natürlich kannte ich ihn, aber ich kann mich jetzt nicht auf das Gesicht zurückerinnern, bei keiner Weise. Und wieso wussten Sie, wer der Baretzky war? Ja, da war ein Blockführer, das weiß ich. Das war ein Blockführer? Ja. Und das, wo wurde er Ihnen gezeigt als Blockführer? Er wurde mir nicht gezeigt, es wurde angenommen, dass ich ihn kenne. Ja. Damals. Ja. Und, aber es nützt doch nichts, wenn ich Ihnen sage, passen Sie auf vor dem Baretzky und Sie wissen gar nicht, wie er aussieht. Damals wusste ich es. Damals wusste ich es. Ja, ich konnte damals, ich habe ja beim Gesicht wenigstens die meisten SS-Männer gekannt. Ja. Und die Unterscharführer und solche auch beim Namen, die waren ja oft im Lager. Ja. Die höheren Offiziere, die waren selten im Lager. Die habe ich beim Namen sehr wenig gekannt. Ja, ja. Nun, sagen Sie mal, haben Sie diesen Baretzky auch auf der Rampe erlebt? Ich kann mich diesen Baretzky auf der Rampe nicht persönlich erinnern. Mhm. Er war in Birkenau und wissen Sie, ob er auch irgendwas zu tun hatte mit der Liquidierung des tschechischen Familienlagers? Danke. Ich war anwesend bei der Liquidierung des tschechischen Familienlagers, aber um die Wahrheit zu sagen, die Probleme während der Liquidierung waren solcher Art, dass ich mich den Namen der SS-Männer, die dabei teilgenommen haben, nicht sehr zugewidmet hatte. Ich möchte bloß sagen, dass das war ein Alarmzustand in der SS in Birkenau bei dieser Liquidierung des tschechischen Lagers, dass ich sozusagen, da war ja die ganze SS-Gruppe von den erfahrenen Blockführern herbeigezogen. Und ich könnte vermuten, dass die erfahrenen Blockführer von D-Lager dabei waren. Denn die erfahrenen Blockführer von A-Lager, das war damals Kurpanik, und der Buntrock, der war vom D-Lager, auf die zwei kann ich mich ganz klar erinnern, dass die dort waren. Es ist schon mehr als wahrscheinlich, dass der Baretzky dort gewesen sein möge. Aber ich kann das nicht also aufs ja bestätigen. Ja, ja, ich verstehe. Nun, Herr Zeuge, haben Sie dann noch Feststellungen gemacht über die Angeklagten Boger, Kleer und Bednarek? Was wissen Sie von Boger? Über wem? Boger. Ja, Boger war eine bekannte Figur im Lager. Den haben wir alle gekannt.
Da ist, den habe ich sogar auch gekannt vom Auschwitz. Da war ja täglich zu sehen. Er hat gearbeitet, falls man das so nennen darf, im Block 11 und hat sich im Lager während der freien Zeit herumgetrieben auf dem Bizikel. Also den kannte ich ganz gut. Was ich darüber wusste, über Boger. Boger hatte gearbeitet im Block 11. Wir wussten, wer ins Block 11 hereinkommt, kommt sehr selten hinaus. Ich wusste auch von den Häftlingen, die doch herausgekommen sind, was Boger denen machte. Also der Name Boger im Konzentrationslager Auschwitz, dort waren schon verschiedene Individuen, aber das war ein ganz besonderer Charakter, der sich durch Brutalität ausgezeichnet hatte. Ich hatte den Mann natürlich in Sicht gehabt, auch bei der Gelegenheit der Vorbereitung der Flucht. Ich habe ja die Flucht vorbereitet für eine lange Zeit und die letzte müssen die Pläne oft ändern. Und er war ja eigentlich der Gegner, der dort war, um die Fluchten zu verhindern. Und die Gefahr war, wir wussten, dass oft Leute wurden stegreif vom Lager ins Block 11 hereingeführt und dort gemartert, um zu sagen, ob sie etwas über eine Flucht wissen. Ja, und wenn dabei 25 waren, die gar nichts wussten, das spielte keine Rolle. Der Leichenwagen ist weggefahren von dem Block 11 jeden Abend. Der war selten leer. Und die, welche es überlebten, also von denen wusste ich, ich muss mich hier in Acht fassen und über die Fluchtvorbereitungen so viel wie möglich wenigen Leuten etwas zu sagen. Denn es war immer eine Möglichkeit, dass einer durch einen Zufall in seine Hände kommt. Und was dann passiert, konnte man nicht wissen, denn die Torturen, die angewandt wurden, waren so raffiniert, dass auch starke Männer manchmal zusammengebrochen sind oder ganz oft zusammengebrochen sind und ihm gewisse Informationen, manchmal auch ganz unrichtige Informationen gegeben haben, nur um die Quälen und das Quälen zu stoppen. Also das war der Ruf von Boger. Selbst sind Sie mit ihm nicht zusammengekommen? Gott sei Dank, nein. Und haben Sie den Angeklagten Claire gekannt? Sehr gut, beim Namen. Beim Namen? Ja. Aber persönlich auch nein. Nicht? Nein. Und von ihm haben Sie was gehört? Ja, der Claire, das war ein Sanitätsdienstgefreiter. Der hatte sozusagen in der Sanitätsabteilung gearbeitet. Und ich wusste, dass er die Spritzungen macht. Das bedeutet, ich habe viele Freunde so verloren, dass sie morgens ins Krankenbau hereingekommen sind und ganz gut ganz lebensfähig waren. Und am Abend wusste ich, dass sie in die Leichenhalle weggefahren sind. Und ich wusste, dass hier Injektionen gegeben sind im Krankenbau. Für die, welche vom Claire selektiert wurden oder dem Claire zugeführt wurden. Also Claire war im Lager, ebenso wie Boger, so eine Figur wie hier, sagen wir, ein Minister. Jeder weiß, wer Erhard ist oder sowas. Erlauben Sie mir, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, wer es ist. Also das war etwas, was wir wissen. Nun, haben Sie auch den Angeklagten Bednarek gekannt? Bednarek, ja, ich habe ihn gekannt. Persönlich? Ich musste mit ihm eins oder zweimal ins Kontakt gewesen sein. Der Kontakt war sehr minimal. Ja. Ich weiß, er war in der Strafkompanie, Blockälteste. Ja. Und die Strafkompanie war im Lager? So viel ich mich erinnere, im alten Lager, also im Lager 1b, also im alten Männerlager, die Strafkompanie war oder im Block 1 oder im Block 2. Ja. Dort war das Sonderkommando und die Strafkompanie, die haben diese zwei Blocks gehabt. Im neuen Lager, das heißt im Bauabschnitt 2, war die Strafkompanie im Block 13, falls ich mich gut erinnere. Ja. D. Ja. Und haben Sie ihn dort erlebt, wie Sie selbst im Lager D waren oder wie Sie in A waren und dort zu Besuch hinkamen, zu dem Wetzler? Nein, ich kann mich nicht erinnern, wo ich in Kontakt mit ihm gekommen bin. Er hatte einen Ruf gehabt, eines Mannes, dem es besser ist, auszuweichen, und das tat ich. Ja. Und warum hat man allen Grund gehabt, ihm auszuweichen? Ja,
Ein Blockältester von der Strafkompanie war natürlich eine Person, die mit der SS sehr eng zusammengearbeitet hat. Und das selber hatte ihn natürlich in meinen Augen disqualifiziert. Aber ich habe gehört, dass dort solche Sachen vorkommen in der Strafkompanie am fließenden Bande, die seine Kompanie nicht wünschenswert erschienen ließen. Ja, und was haben Sie denn da von solchen Sachen gehört? Ja, allgemein, die Überlebezeit in der Strafkompanie war sehr kurz. Es war im Jahre 42 und 43 in die Strafkompanie hereinzukommen, das war ja ein Todesurteil. Falls ich sagen darf, nicht ein angenehmer Tod oder kurzer Tod, und, nicht. Und das waren Sachen, die im Lager gut bekannt waren. Das wissen Sie also von Hörensagen? Nein, einen Teil weiß ich natürlich von der natürlichen Sagen, denn als ich in der Leichenwalle war, weiß ich, dass die Strafkompanie ist jeden Morgen herausmarschiert im Jahre 43. Die Strafkompanie ist herausmarschiert im Morgen mit einem Wagen. Den Wagen haben die geschoben. Und die habe ich gesehen, wie sie den Wagen geschoben haben. Und da war niemand auf dem Wagen, wenn sie zur Arbeit gegangen sind. Das war ein großer Rollwagen. Aber am Abend sind sie zurückgekommen von der Arbeit und der Wagen war voll. Und zwar mit Leichen. Und die Leichen sind gekommen hinter das Block 27 in die Leichenhalle. Und da war Wetzler der Schreiber. Und da hatte mir Wetzler oft gesagt, also heute ist die Strafkompanie wieder mit einem vollen Wagen von Leichen gekommen oder heute war ein guter Tag, die haben die Leichen bloß ohne den Wagen hierher geschleppt. Also wusste ich, was da in der Strafkompanie vorgeht. Und da ich in der Leichenhalle meine freie Zeit verbrachte mit Wetzler, habe ich oft gesehen, die Leichen, wie sie ausschauten, als sie von der Strafkompanie angekommen sind. Und die haben keinen erfreulichen Anblick vorgestellt. Hinterlassen, ja. Ja. Nun, Herr Röber, wie ist es denn nun mit dem Bettnarek gewesen? Haben Sie denn bei ihm festgestellt oder gesehen, dass er Leute misshandelt oder totgeschlagen hat? Ich habe Bednarek bei dieser Tätigkeit nicht gesehen. Ja. Denn meistens wurde diese Tätigkeit im Block 1 oder 2 getan und diese waren von dem Lager mit einer Mauer abgesondert. Ja. Und was hinter dieser Mauer vorgeht, konnte ich nur von den Leichen wissen, welche von hinter der Mauer herausgekommen sind. Ja. Na, die Leichen habe ich gesehen ganz oft. Ja. Also, das ist alles, was ich darüber ja. weiß. Ja, uns kommt es ja nun darauf an zu wissen, wer diese Menschen getötet hat. Ob das insbesondere auch Bednarek gewesen ist. Aber das haben Sie nicht mit eigenen Augen gesehen. Das habe ich nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich weiß bloß, dass der Funktionäre des Blockes, also der Blockältester, sich daran beteiligen hatte. Ja. Ihn sozusagen, wenn er die Karriere erhalten wollte. Falls ich das so sagen darf. Aber gesehen habe ich es nicht. Sind noch Fragen? Ich kann den Bericht eigentlich gerne. Bitte einen Bericht gemacht. Ja, Röber, Sie sind ja nach Ihrer Flucht in der Tschechoslowakei zunächst dort in ein Kloster gegangen, nicht? Und haben dem päpstlichen Nuntius einen Bericht übergeben. Jawohl. Haben Sie eine Abschrift dieses Berichtes noch zur Verfügung? Die Abschrift dieses Berichtes ist hier. Ich habe die Abschrift natürlich bloß in deutscher Übersetzung, in englischer Übersetzung. Das war ein kompletter Report über allem, was ich im Auschwitz gesehen habe. Und nach meiner Flucht in Auschwitz wollte ich womöglich die Welt warnen, was da vorgeht. Also in erster Linie hatte ich im Sinn, zu verhindern das freiwillige Abtransportieren von den Ungarn jüdischer Abkunft, die gar nichts ahnten, dass die Krematorien für ihnen schon vorbereitet sind. Um das klarzumachen, was ihnen bevorsteht, war es natürlich notwendig, eine komplette Statistik über Auschwitz aufzustellen. Und die haben wir dann mit Wetzler zusammen aufgestellt. Also die Statistik wurde so gemacht, die Sachen waren damals ziemlich unglaublich und wir wurden abgesondert und wir wurden einem Verhör unterzogen. Und wo wir dasselbe aussagten, unabhängig voneinander, diese Tatsachen wurden dann ins endliche Protokoll zusammengefasst.
fast. Das Protokoll ist hier und besteht von einer Statistik der Opfer in Auschwitz, die unserer Rechnung nach im April 1944 1.750.000 Menschen betrug. Ich habe diesen Report als vor einem Jahr aus der Bibliothek des Weißen Hauses eine Kopie davon bekommen. Die Kopie ist hier in meinen Händen und ich kann erkennen, dass es der originelle Text ist, in englischer Übersetzung, zusammen mit einem Brief, der ebenfalls von den amerikanischen Institutionen geschrieben wurde und wo es steht, dass die Information, die in diesem Report enthalten ist, glaubwürdig ist, trotz allen diesen unglaublichen Sachen, die es damals enthielt. Ich habe den Report an den päpstlichen Nunzius zusammen mit Wetzler weitergeleitet und da wurde dann auf die westlichen Regierungen weitergeleitet. Und wie konnten Sie nun diese Statistik anfertigen? Ja, ich habe mich mit der Fluchtidee vom ersten Moment befasst und besonders, als ich die Rampe gesehen habe. Nun, ich musste mich natürlich auf mein Gedächtnis verlassen. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Gedächtnis und trotzdem ist so unglaublich scheint, eine Reihe von Nummern zu bemerken. Ich habe mnemotechnische Beihilfe dazu benutzt. Sagen wir, ich kann heute nicht sagen 300 Straßen in Frankfurt, aber jeder, der in Frankfurt lebt und anfängt nachzudenken, wie eine Straße in die andere geht, kann 300 Straßen aufzählen. Für mich an jeder Transport waren nicht die Zahlen, sondern die Menschen, die drinnen waren. Von jedem Transport waren da 1, 2, 5 oder 10 Überlebende oder fast von jedem Transport. Ich habe meine Freunde gefunden fast in jedem Transport. Ich konnte mir den Transport merken nach den Personen, die in den oder jenen Transport gekommen sind. Und gerade so, wie ich mir heute, ohne ins Buch zu schauen, die Telefonnummern meiner Freunde merken kann, so konnte ich mir damals merken, die Transporte. Denn ein jeder Transport, so grau es auch ausschauen mag, 300 oder 250 Transporte gesehen zu haben, ein jeder Transport, da ist was passiert. Da hat er ausgeschaut auf eine gewisse Weise. Und ich konnte mir das merken. Und ich habe an der Sache gearbeitet, ich habe die Sache kontrolliert, ich habe gesprochen mit anderen Leuten, ich habe gesprochen mit Leuten vom Sonderkommando und mit Leuten von der Registration und habe die Zahlen konstant korrigiert, um an die richtige Zahl zu kommen. Und meiner Berechnung nach waren es in April 1944 1¾ Millionen getötete Leute, also inklusive der Frauen und Kinder, die damals mindestens 60-70% der Opfer vorstellten. Bis zum April waren es wie viel? 1.750.000. Ja. Bis zum April 1944. 1944. Ich habe keine Frage mehr. Sorry. Hat das Gericht noch Fragen? Ja, bitte schön. Herr Pfeffer. Ja, bitte. Sie sagten, Sie konnten von Ihrem Block im Lager B2A den Bau der neuen Rampe in Birkenau beobachten. Bitte schön. Sie konnten den Bau der neuen Rampe in Birkenau im Lager zwischen dem Abschnitt B1 und B2 konnten Sie von Ihrem Block aus sehen, als Sie im Lager Jawohl. B2A waren. Nun sind Sie am 7. April 1944 geflohen. Jawohl. Haben Sie bis zu dem Zeitpunkt irgendwann einmal einen Zug in dieses Lager reinfahren gesehen oder noch nicht? Nein. Bis zum Tage meiner Flucht ist kein Zug auf dieser Rampe hereingefahren. Also das können Sie mit Sicherheit sagen? Ja. Das war das eine. Dann, als Sie mit Wetzler geflohen sind, ja. Haben Sie sich bei Wetzler getroffen oder kam Wetzler zu Ihnen in den Block A? Und wie kam das zustande, wenn Sie uns das nochmal schildern wollten? Ja, darf ich das auf der Mappe? Ja, bitteschön. Ja,
Wie Sie wissen, das war die kleine Postenkette, die Sie ja, hier sehen. Ja, wo die Türme sind. Ja, und hier war die große Postenkette. Ja. No, bei Nacht war die große Postenkette eingezogen. Und bloß die kleine Postenkette ist gestanden. Ja. Der Prinzip der Flucht war, bei Tag außerhalb der kleinen Postenkette zu bleiben. Und sich zu verstecken. Dann natürlich würde ich fehlen beim Appell. Ja. Falls ich aber fehle beim Appell, ist der Alarm gegeben. Das war wenn mit die der große Sirene. Postenkette nicht eingezogen. Dann wurde die große Postenkette nicht eingezogen für drei Nächte. Dann ist die große Postenkette und die kleine Postenkette gestanden für drei Nächte und drei Tage. Falls ich beim Abendappell nicht hier war, in meinem Block, das bedeutete, dass die Lagerführung oder was das war, dass diese Lagerkommandatur wusste, ich kann mich nirgends befinden, bloß zwischen der kleinen und der großen Postenkette. Und jetzt wurde der Order gegeben, den Zwischenraum zwischen der kleinen und großen Postenkette für drei Tage untersuchen. Dazu hatten sie ja die Hundestapel und so weiter. Nun, der Plan war, von der kleinen Postenkette, außerhalb der kleinen Postenkette zu bleiben. Ich konnte da heraus marschieren, vom Lager A, mit meinen Akten, und zu sagen, ich habe zu gehen ins Lager D, um die Akte dort abzugeben. Dasselbe hat Wetzler gemacht. Er ist vom Lager D herausmarschiert und hat gesagt, er geht ins Lager A, irgendwelche Papiere abzuholen. Stattdessen haben wir sich hier getroffen im Bauabschnitt 3. Im Bauabschnitt 3, opposite, gerade 50 oder 100 Meter von der Blockführerstube, wurde der Bunker gebaut. Wir schlüpften ins Bunker am 7. April und warteten bis zum 11. April abends. Das war Freitag um 2 Uhr, als wir ins Bunker hereinkamen und dem wir dachten, dass der Bunker sozusagen wasserdicht ist. Da waren Maßnahmen getroffen, dass sie uns mit den Hunden nicht finden können. Also wir glaubten auf diesen Bunker. Und vier Häftlinge haben diesen Bunker benutzt vor uns. Aber die wurden erwischt. Trotzdem, dass sie auf der politischen Abteilung gemartert wurden, besonders von Boger und denen, ich habe mit denen Menschen gesprochen und die haben mich versichert, sie haben den Bunker nicht verraten. Also ich habe ihnen geglaubt und es hat sich gezeigt, dass sie ihn nicht verraten haben. Da sind wir in den Bunker gegangen und haben dann gewartet den Alarm. Der Alarm wurde geschlagen um 6 Uhr. Und das Suchen hatte gedauert über Freitagnacht, Samstag, Sonntagnacht und Sonntag. Am Montag hatte das Suchen nachgegeben und am Montag um 6 Uhr Abend habe ich gehört, die äußere Postenkette den Ruf, die Postenkette abziehen. Und da wusste ich bin frei. Bleiben Sie bitte gerade mal da. Können Sie im Lager B1B mit dem Block 7 zeigen? Im B1B, der Block 7, das müsste hier, war der Eingang, also das müsste hier oder hier sein. Das war Block 7, das war Block 8. Wissen Sie, wer in dem Block 7 zu Ihrer Zeit untergebracht war? Hier im Block 7, da war untergebracht, dort waren, das war ein Krankenbau. Ja. Das hatte geheißen Krankenbau. Dort waren die Häftlinge, die sich nicht an die Arbeit, die Arbeit nicht gut genug verrichteten, die wurden als krank erklärt. Und die wurden dann ins Block 7 eingeliefert. Und was dort passierte, wusste ich ganz frequent, denn der Wetzler, der war Schreiber in der Leichenhalle, aber lebte im Block 7. Das bedeutete, er war unterbracht im Block 7 und da bin ich ganz oft ins Block 7 hereingekommen und ich habe diese sogenannten Kranken gesehen. Ja, das wollte ich von Ihnen wissen. Also Wetzler lebte im Block 7. Der Wetzler lebte im Block 7. Das hat er uns nämlich auch gesagt. Ja, das ist wahr. Aber die Leichenhalle, die wir haben im Anschluss an Block 27. Das ist richtig. Ja, Dankeschön. Herr Staatsmann. Wir sprachen vorhin schon von den Selektionen auf der Rampe. Können Sie etwas darüber sagen? Sie haben erwähnt, die Menschen aus den Waggons mussten dann herauskommen, mussten auf die Rampe kommen. Wurde dann sofort eine Einteilung vorgenommen in Männer, Frauen und Kinder? Jawohl. Wer hat diese Einteilung durchgeführt? Das waren die SS-Unterscharführer, die mit den Spazierstöcken spazierten zwischen den Männern und trachteten, sie zu beschwichtigen. Sie wollten bis zum letzten Moment die Leute in Unwissenheit über ihren Schicksal halten,
Denn für die Feiglinge war es besser, als sie freiwillig ins Tod gehen. Da waren die Unterscharführer herumgelaufen und haben gesagt, die Männer sollen sich beiseite stellen, die werden arbeiten gehen, und die Frauen, die werden in den Küchen arbeiten. Und die Mütter mit den Kindern, die sollen auch auf eine andere Stelle gehen. Also da haben sie sofort sortiert, schon die Unterscharführer, bevor es zu der Offizierskommission gekommen ist. Ja. Die haben sie schon so aufgestellt in Männer, in Frauen und in Familien. Dort waren Kreise und dann jede Frau, die ein Kind hatte, wie immer sie ausschaute. Wenn dort ein Kind war, ist sie automatisch in die, welche in die Gaskammer gehen können, eingereiht. Denn das wussten ja schon die SS, dass es da Skandal gibt, wenn man ein Kind von einer Frau, von einer Mutter, ein kleines Kind abteilen will. Und so wurden sie sofort dort aussortiert und dann sind sie erst bei dieser Kommission der Offiziere, ja, die dort oben gestanden ist, auf der Rampe, vorbeimarschiert. Also diese erste Unterteilung in Männer, Frauen und Kinder, die wurde von der Gruppe vorgenommen, die Sie vorhin bezeichneten als eine Gruppe von SS-Unterführern. Das ist richtig. Das ist richtig. Und kam es bei dieser Einteilung, bei der Trennung von Familien, zu Zwischenfällen oder zu Unruhen, und wie wurde das? Ja, dort waren kleine Zwischenfälle. Ja. Nämlich diese ganze Rampe, das war ja das Herz sozusagen von Auschwitz. Wenn das dort nicht klappte, klappte gar nichts. Man musste ja die Leute freiwillig in die Gaskammern hereinbringen und in Unwissenheit mit List. Also deshalb haben sich die SS-Männer dort verschieden benommen. Gewöhnlich haben sie die Waggone aufgemacht und haben gesagt, also meine Herren und Damen, bitte auszusteigen. Oder sowas. Also sehr höflich. Sehr höflich, ja. Ja. In dem Moment, wo sie draußen waren, da haben sie gesagt, verboten zu sprechen. Sprechverbot, da hier muss Ordnung sein. Die haben Angst gehabt, dass manche der Männer sehen konnten, dass da etwas nicht stimmt. Und jede Revolte natürlich, jeder Widerstand, da muss ja ein Verständnis sein. Und um Verständnis, da muss man ja sprechen. Und da war ein strenger Sprechverbot. Für uns Häftlinge, die probierten zu sprechen mit den Zugängen, um eine Warnung zu geben, das war rücksichtslos mit Tode bestraft. Und das habe ich öfters gesehen. Zweitens, falls die Leute sprachen zwischen ihnen, falls die Leute sprachen, da sind die SS-Männer mit den Spazierstöcken, das waren nämlich Spazierstöcke, ja, keine Knüppeln. Die Knüppeln, die würden zu schnell schauen, was losgeht. Zu sehr auffallen. Ja. Ja, das ist auffallend. Da sind sie mit den Spazierstöcken hingefahren und sagen wir, da waren Szenen. Da hat eine Frau gesagt, ich trenne mich nicht von einem Mann. Die andere hat gesagt, ich lasse nicht hier meine Mutter. Oder sowas. Und in dem Moment wurden sofort die Stöcke benutzt. Aber rücksichtslos. Das heißt, es wurde losgeschlagen und bis da aufs Kopf, wo immer es getroffen wurde. Ja, die anderen haben es gesehen und das hat sie irgendwie, das war eine Überraschung, also das war die erste Überraschung in Auschwitz. Und die Kinder haben angefangen zu schreien, wenn das passierte. Und das hatte die Rückwirkung wieder auf die Erwachsenen. Die Erwachsenen haben sich befasst, um die Kinder zu beschwichtigen. Und das Ganze ist schnell abgelaufen, schnell, schnell, schnell. Nicht sprechen, wer sprach, wurde hinuntergeknüppelt. Und das war alles schon, bevor die neu eingetroffenen Häftlinge, die Menschen aus den Transporten, zu dieser Offiziersgruppe, zu der eigentlichen Selektion kam. Bitte? Das war schon vorher alles, bevor diese Menschen zu der Selektion kamen. Zur, ja, Selektion kamen. Ja. Ja. Das war alles so gemacht, dass wenn sie zur Selektion kamen und bis sie von der Rampe nicht weggeführt werden, entweder in die Gaskammern oder ins Lager, kein Verständnis zwischen den Leuten entstehen konnte. Also, dass niemand, wer angefangen hatte zu sprechen, der wurde niedergeknüppelt. Rücksichtslos, Kinder, nicht Kinder, alles eins. Eine Frage im anderen Zusammenhang. Können Sie sich noch erinnern, ob der Stacheldrahtzaun nicht nur um das Lager, sondern auch zwischen den einzelnen Lagerabschnitten in Birkenau Tag und Nacht unter Strom stand oder nur nachts? Zwischen den einzelnen Abschnitten in Birkenau war oft der Stacheldraht nicht geladen, aber manchmal ja. Manchmal ja, aber ja. Es war keine, ja, feste Regel. Es waren darüber keine feste Regeln. Ja. Es war natürlich geladen bei Nacht. Bei Nacht immer, ja, tagsüber, manchmal ja, manchmal nein. Bei tagüber, also ich weiß, dass manche Leute durch Unfall sind, ja, und da war kein elektrischer Strom. Anderen Gelegenheiten habe ich gesehen, Unfälle. Also die Leute, ja, wurden aufs Draht getrieben und die sind dort verbrannt. Ja. Also da war keine Regel. Weiß ich nicht. Sie nannten vorhin
eine Zahl von Opfern 1.750.000 bis zum Zeitpunkt ihrer Flucht. Erstreckt sich diese Statistik, auf der diese Angabe beruht, nur auf Ihre eigenen Beobachtungen während der Zeit Ihres Aufenthalts oder umfasst das auch die Zahl derjenigen Menschen, die vor Ihrem eigenen Eintreffen in Auschwitz dort ums Leben gekommen waren? Bevor ich ins Auschwitz gekommen bin, war die Zahl der Opfer ziemlich klein. Ich glaube, es könnte sich, also relativ klein, also ja. Sie verstehen mich, ich will nicht sagen, dass 100.000 Opfer kleine Zahl ist, aber zu dem, was gekommen ist, war die 100.000 ziemlich, das war ja bloß der bescheidene Anfang. Und ich wusste über diese Zahl von den Gesprächen mit den Häftlingen, welche dort waren. Aber diese Zahl vor meiner Ankunft würde nicht grundsätzlich meine Statistik ändern. Sie ist damit in dieser Zahl nicht mit berücksichtigt. Ja, es ist mit berücksichtigt. Ist mit berücksichtigt. Ist mit berücksichtigt. Eine letzte Frage noch. Sie sagten vorhin, bis zum Tag Ihrer Flucht aus Auschwitz-Birkenau sei niemals ein Transport in das Lager Birkenau hineingefahren. Ich möchte Ihnen das nochmal vorhalten. Einige Zeugen haben hier schon bekundet, dass nach Ihrer Erinnerung, nach der Erinnerung dieser Zeugen, auch vorher schon Züge auf dieser neuen Rampe innerhalb des Lagers Birkenau ausgeladen worden sind. Ja, ich, falls das in Nacht passierte, dann wurde ganz bestimmt Lagersperre annonciert. Also da ist es so zu verstehen, Sie selbst haben nicht beobachtet, dass vorher schon Züge nach Birkenau hineingefahren sind, aber Sie können es nicht mit Sicherheit ausschließen. Dass da konnte in der Nacht was passieren, was ich bei Tag nicht beobachtete. Und ja. In der Nacht habe ich einfach den Befehl zur Blocksperre bekommen. Und dann bin ich, das war oft, ja. Aber von verschiedenen Gründen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass während meiner Zeit ein Transport auf den Gleise zwischen den zwei Lagern hereingefahren ist. Ich kann mich nicht erinnern, ja. Ich kann es nicht ausschließen. Dankeschön, ich habe es uns dann gefragt. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie von vornherein die Absicht gehabt haben, bei erster Gelegenheit zu fliehen. Jawohl. Haben Sie ganz bewusst sich diese Zahlen der Todesopfer gemerkt, um sie nach Ihrer Flucht der Welt zu verkünden? Oder ist das nebenher gelaufen? Ja, nach all diesen Jahren ist das schwer zu sagen. Wo die Linie zwischen diesen zwei Möglichkeiten besteht. Natürlich, solange ich im Ausschuss war, habe ich die Augen offen gehalten und es war mir klar, dass bloß von draußen hier eine richtige Hilfe kommen kann. Und ich habe das systematisch beobachtet, mit dem Auge daran, vielleicht die Möglichkeit zu haben, diese Angaben vom Lager herauszubringen. Herr Zeuge, Sie werden, wie ich annehme, einige Tage gebraucht haben, um die Flucht vorzubereiten. Sind die Zahlenaufstellungen, die Sie gemacht haben, bis zum letzten Moment durchgeführt worden, bis zum 7. April, oder haben Sie etwa schon im Februar oder März aufgehört? Nein, ganz bestimmt habe ich nicht im Februar aufgehört, denn im März 1944 war ja die Liquidation des Familienlagers. Und mit dieser Liquidation des Familienlagers habe ich mich gründlich befasst in meinem Report. Das war ja eine außerordentliche Sache, dass Kinder in Auschwitz für 6 Monate im Lager drinnen gehalten wurden und dann plötzlich einer Nacht ermordet wurden. Und da ich schon die Kinder kannte und auch andere Personen dieses Lagers gut kannte, hatte das auf mich einen tieferen Eindruck hinterlassen als alles andere, was ich gesehen habe. Also weiß ich, dass mindestens bis zu dem tschechischen Transport habe ich darüber geschrieben. Weiterhin weiß ich, dass zwischen dem tschechischen Transport und meiner Flucht, also zwischen der Ermordung des Familienlagers am 7. März 1944, das Datum erinnere ich mich, weil das das Geburtstag vom Präsident Masaryk ist, und zwischen 7. April, dem Tag, wo ich geflüchtet bin, in diesem Monat wurden Transporte eingeliefert nach Auschwitz. Und ich bin mir dessen sicher, es waren griechische Transporte dazwischen. Mhm. Ja. Also das bedeutet, es ist wahrscheinlich, dass bis zum letzten Moment habe ich die Aufzeichnungen gemacht.
Herr Zeuge, wie Sie dann nach der Slowakei gekommen sind, welches war der Ort, wo Sie zunächst Zuflucht gefunden haben? Ich habe zunächst Zuflucht gefunden im Haus eines slowakischen Bauern. Ich habe die Grenze zwischen dem sogenannten Generalgouvernement und der Slowakei am 21. April überschritten. Das war wieder am Freitag. Und dort habe ich hinter der Grenze einen Bauern getroffen. Der hatte geheißen Czanecki, Andrei Czanecki aus Skalite. Und da hat er mir sofort Zuflucht angeboten und ich habe ihm getraut. Und wo sind Sie dann mit Ihren jüdischen Freunden in der Slowakei zusammengetroffen? Ich habe den Kontakt mit der jüdischen Gemeinde in Žilina gemacht. Auf folgende Weise. Der Czanecki hat mich in die Stadt Čatsa hereingeführt, verkleidet als ein Bauer. Und in der Stadt Čatsa habe ich aufgesucht einen Arzt, der war Dr. Polak, den kannte ich persönlich. Und der hatte sofort die jüdische Gemeinde in Bratislava alarmiert und ein Treffen mit den Führern dieser Gemeinde in Žilina arrangiert. Das war ungefähr, also Žilina ist auch eine Stadt in der Slowakei. Und mit denen habe ich mich getroffen in Žilina, ich glaube am Montag oder am Dienstag. Das heißt, am Freitag, den 21. April, bin ich in die Slowakei gekommen und am Montag oder Dienstag, ja, das dürfte 24. oder 25. April sein, dass ich mich mit den Leuten getroffen habe. Ja, ich glaube, was war, ja, es kommt noch etwas, verzeihen Sie, Herr Vorsitzender. Ja. Und was war die erste Reaktion bei Ihren Freunden dort, als Sie diese Dinge, die Sie in Auschwitz erlebt haben, erzählten? Ja, natürlich, sowas in dieser Zeit wirkte ziemlich unglaublich, über Gaskammern und Kinder, Vergasen von Kindern zu sprechen. Das war ja ein zivilisierter, die Leute sind ja in zivilisierter Welt aufgewachsen. Das war im ersten Moment unglaublich. Aber hier war wieder so eine Sache. Sie haben exakte Verzeichnisse gehabt, wer wohin, wann transportiert von der Slowakei wurde. Und ich könnte aufzählen vielleicht 60 Namen von dem besonderen Transport, wo ich drinnen war. Und ich könnte diese Namen nicht kennen, falls ich nicht mit denen war. Zweitens, sie haben Wetzler und mich verteilt. Und da habe ich gleich dem Wetzler gesagt, was für ein immer Kreuzverhör ist, antworte. Und wir müssen antworten, unabhängig voneinander. Und da wurden wir immer in ein Kreuzverhör genommen von ungefähr 6 Leuten. Manche von ihnen waren professionelle Juristen. Und das hatte gedauert einen ganzen Tag und jeder besonders. Und dann wurden die Protokolle zusammengegeben und die Resultate vom Kreuzverhör von Wetzler und von mir verglichen. Und was stimmte, wurde ins Protokoll inkorporiert. Und man hat sie dann zusammengebracht mit dem päpstlichen Nuntius? Ja. In einem Kloster oder wo? Das war in einem Kloster. In Svatyor. Und der Nuntius hat sie ebenfalls in ein Verhör genommen? Ja, der Nuntius hatte schon inzwischen ein Protokoll gehabt und er hatte sich schon mit Fragen vorbereitet. Und er hatte schon auch gewisse Informationen gehabt, das war mir klar, wenn er mit mir gesprochen hatte. Und es war wieder ein Kreuzverhör, das dauerte ungefähr 6 Stunden. Und danach sagte der Nuntius, er ist völlig befriedigt damit, dass was in diesen Protokollen enthalten ist, der Wahrheit entspricht. Und er hat mir sein Ehrenwort gegeben, dass er dieses Protokoll sofort aufs Vatikan und auf die westlichen Mächte weiterleiten wird. Und was ist dann geschehen? Ja, was dann geschehen ist, das weiß ich bloß indirekt nach dem Kriege. Ich weiß, dass die britische Regierung und die amerikanische Regierung eine Demarche gemacht haben. Aber das weiß doch der Zeuge gar nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ich möchte etwas fragen, Herr Vorsitzender. Ist es richtig, dass Sie Ihre Zahlen und Ihre Aufstellungen dann in dem Bericht später wiedergefunden haben, der von Rotter Horthy übergeben wurde? Ja, was Rotter den Horthy übergeben hat, weiß ich nicht. Rotter, weiß ich, hatte etwas übergeben, den Horthy, aber was er den Horthy übergeben hat, weiß ich nicht. Aha. Dann eine andere Frage, Herr Zeuge. Darf ich auf die Frage indirekt zu antworten? Bitte. Von zweiter Hand habe ich gehört, also von der Arbeit von gewissen Historikern, die sich damit befassten, dass der Rotter dem Horthy diese Protokolle übergeben hat. Ob das wahr ist oder nicht, habe ich nicht die Macht zu beurteilen. War Ihr Bericht die Grundlage für den sogenannten Weißmandel-Bericht? Ja, ich habe mit dem Weißmandel gesprochen persönlich. Das war der slowakische Rabbiner? Jawohl.
Dieser Bericht von Ihnen ist dann in einer Anzahl Exemplaren weiterverbreitet worden. Jawohl, das hat der Weißmantel veranlagt. Aha. Jetzt eine andere Frage, Herr Zeuge. Kennen Sie bestimmte SS-Ärzte und SS-Führer oder haben Sie sie kennengelernt in Auschwitz? Ich habe viele SS-Ärzte gesehen in Auschwitz und viele SS-Führer gesehen in Auschwitz. Ja, die Frage ist schon beantwortet. Aber von Fotografien ist es sehr schwer, jemanden zu identifizieren. Darf ich hier eine Bemerkung machen? Ja, bitte schön. Als ich mit dem Herrn Landgerichtsrat Dr. Düx bei der Voruntersuchung war, habe ich 2 Tage damit verbracht, über Fries zu sprechen. Und das hatte mich nämlich aufgebracht, dass der Fries, den ich gut kannte in Auschwitz, der Oberscharführer Fries, entlassen wurde. Und nach den 2 Tagen hat mir der Herr Landgerichtsrat 80 Fotografien gegeben. Und da habe ich überhaupt niemanden erkannt. Und da war eine Fotografie von Fries. Und ich habe ihn nicht erkannt, an 2 Fotografien. Bloß an der 3. habe ich gesagt, ich weiß nicht, wer es ist, aber ich kenne den Mann. Also es ist sehr schwer. Herr Zeuge, noch eine letzte Frage. Wir haben hier einen Zeugen Dr. Uhlenbrock gehabt. In Ihrem Buch sprechen Sie von Dr. Uhlenbrock. Ja. Was wissen Sie persönlich von ihm? Ja, ich habe den Mann nicht gesehen. Ich weiß, dass Fries auf der Sortierungen in Auschwitz teilgenommen hatte. Und ich weiß, dass der Dr. Uhlenbrock ein Sanitätsspezialist in Auschwitz war. Wer der Spezialist hinter Fries war, das habe ich damals nicht gewusst. Das habe ich erst nach dem Krieg erfahren. Also Ihnen war damals nicht bekannt, dass diese eine radikale Aktion, durch die der eine Block in die Gaskammer kam, auf Dr. Uhlenbrock zurückzuführen war, wie ich das aus Ihrem Buch entnehme? Ja, damals habe ich viele Namen der Ärzte gekannt. Wer persönlich am meisten verantwortlich war oder weniger, das konnte ich ja erst nach dem Kriege beurteilen. Aha, danke. Ich habe keine weiteren Fragen. Von Seiten der Verteidigung? Keine Fragen? Rechtsanwalt Dr. Eggert? Herr Zeuge, eine Frage zu den Örtlichkeiten auf dieser alten Rampe, die Sie ja sehr gut gekannt haben. Die stand ja wohl im freien Feld. Waren da Häuser, Gebäude, Schuppen, Hütten oder etwas Ähnliches in der Nähe? Bei der alten Rampe? In der Zeit von 1942, bis zu 1943, in der unmittelbaren Nähe der Rampe, war, so viel ich mich erinnere, gar nichts. Aber das ist natürlich die Frage, was Sie unter der unmittelbaren Nähe verstehen. Wie viel Meter? Beispielsweise, ich will keine Zahlen nennen, aber beispielsweise gab es dort eine Hütte, in der sich ein Beobachter hätte verstecken können und von der aus er beobachten konnte, was dort zuging, vor sich ging. Zwischen der Rampe und dem inneren, also der kleinen Postenkette in Birkenau, war eine Reihe von Holzbaracken. Diese Holzbaracken, wozu die dienten, weiß ich nicht, aber die standen dort. Ja, von dort könnte man schon was beobachten. Hat es dort auch ein kleines Toilettengebäude gegeben, an der Rampe direkt? An der Rampe direkt, jetzt ist mir das nicht klar, aber es ist möglich. Denn ich weiß, dass wir manchmal dort waren, auch für 12 Stunden auf der Rampe, und da war für Toilette in irgendwelcher Weise gesorgt. Aber ich kann mich auf dieses bestimmte Gebäude nicht klar erinnern. Gut, danke schön. Eine andere Frage. Wissen Sie, wann die Strafkompanie vom Abschnitt B1b nach B2d verlegt worden ist? So viel ich mich erinnere, aber hier kann ich das wieder nicht garantieren, müsste das im Juni 43 sein. Vielleicht etwas früher. Jedenfalls, die Strafkompanie, erinnere ich mich, im B1b, im Block 1 oder 2, und als wir von dem Lager verlegt wurden in B2, da konnte ja die Strafkompanie dort nicht bleiben, denn dort sind ja Frauen hineingekommen in das Lager. Es müsste also irgendwie im Sommer 43 sein. Ich kann Ihnen die exakte Zeit nicht sagen. Ich
frage Sie das deshalb, weil Sie vorhin den angeklagten Bednarek sowohl im Zusammenhang mit der Strafkompanie in B1b als auch in B2d erwähnt haben. Wissen Sie genau, dass er schon in B1b dabei war? Nein, das könnte ich nicht mit Genauigkeit sagen. Dankeschön. Und dann noch eine Frage. Sie haben zum angeklagten Bednarek gesagt, er hatte die Funktion des Blockältesten in der Strafkompanie. Die Überlebenszeit war dort am kürzesten und Sie haben im Zusammenhang mit dieser Überlebenszeitfrage im Einzelnen geschildert, wie die Strafkompanie mit diesem Wagen zur Arbeit ausgerückt ist und abends mit einem Wagen voll Leichen wieder zurückgekommen ist. Wissen Sie, ob der Blockälteste der Strafkompanie mit zur Arbeit ausgerückt ist? Manchmal ja, manchmal nein, aber im Allgemeinen, die Blockältesten sind nicht ausgerückt zur Arbeit. Dankeschön. Ist sonst von der Verteidigung keine Frage mehr zu stellen? Wie ist es mit dem Herr Staatsanwalt? Herr Vorsitzender, ich möchte dem Zeugen noch einmal diese Landkarte vorlegen. Vielleicht kann er uns darauf die alte Rampe zeigen, wo sie war. Bitte schön. Ja, bitte schön. Lass ich das mal da so machen. Ja, die Karte ist. Entschuldigen bitte, ich möchte mir meine Augengläser das ja nehmen, denn ich bin weitsichtig. Geht Augenblick, Augenblick. Hier ist das Stammlager. Ja. Und hier ist Birkenau. Ja. Wie es mal zukünftig sein sollte. Also es ist ja nur ein bisschen gebaut worden. Und hier ist der Bahnhof Auschwitz. Ja. Wenn es Ihnen möglich ist, sich da zu orientieren. Ja. Zwischen Auschwitz, Hauptlager, und Birkenau war ein kurzer Weg. Das war ein enger Weg. Mhm. Dieser enge Weg war von auf dieser Seite vom Bahnhof. Also das Bahnhof war hier diese Dichtung. Hier läuft der Bahn, hier ist der Bahnhof. Genau, hier ist die Bahn und hier ist, hier ist die, hier ist die Eisenbahnlinie. Eisenbahnlinie. Nun, diese Eisenbahnlinie hatte gewirkt während der ganzen Zeit, ich war in Auschwitz, mit Privatzügen. Ich habe oft den S-Waggon gesehen, hier vorbeizufahren zwischen Birkenau und zwischen Auschwitz, den Speisewagen. Ja. Nun, von Auschwitz nach Birkenau war ein Weg für die Häftlinge. Ja. Und ich glaube, das ist hier verzeichnet. Dieser Weg, ja. Dieser Weg. Der führt jedenfalls direkt ins Eingangstor. Der führt direkt ins Eingangstor. Mhm. Dieser Weg hatte überschneidet diese Bahn. Und die Rampe war dort, wo dieser Weg die Bahn überschneidete. Mhm. Das bedeutet, hier war die normale Bahn und dann war ein blindes Gleise. Das blinde Gleise ist ungefähr von hier gekommen und hierher geführt. Aha. Hier war der Kopf der Rampe. Hier ist die Rampe dann so gelegen. Also die Rampe ist gelegen, opposite diesen A-Lager. A-Lager. Ja. Und zwar zwischen der Bahnlinie und dem A-Lager. Das ist, das ist richtig. Wäre es nicht interessant, wenn das Gericht auch davon Kenntnis nehmen Wir wollen das kann. Versuchen. Ja, ich meine, nur deshalb. Ja. 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 Also bitte schön, das war folgendermaßen. Vom Auschwitz nach Birkenau war ein kleiner Fußweg, aber nicht ein Fußweg, es war eine Straße, auf der die Autos verkehrten. Es war also eine Lagerstraße. Diese Lagerstraße hatte überkreuzt die Hauptbahnhof, die Haupteisenbahnlinie. Diese Eisenbahnlinie hatte fungiert und ich habe täglich Speisewagen gesehen, vorbeizufahren. Also das war eine normale, persönliche Leihlinie. Die äußere Postenkette von Auschwitz hatte geendet bei dieser Linie und die äußere Postenkette von Birkenau hatte auch geendet bei dieser Linie. Und die Rampe war also zwischen diesen zwei Postenketten. In einem Raum zwischen dieser Hauptlinie und dieser äußeren Postenkette. Und zwar so, dass es auf diesem Weg hier benachbarte.
Also hier war der Weg nach Birkenau und die Autos sind gewöhnlich von Auschwitz oder von Birkenau gekommen, die Lastwagen, und die sind hier gestanden. Hier war die Rampe und so war es. Also hier die Rampe, und ich weiß, dass die Rampe war opposite diesen alten Lager. Der Bahnhof ist hier. Entschuldigung, der Bahnhof war ein ziemlich abgelegen. Ja. Und das ist das Lager BA. Das ist das Lager A. 1. A, 1. A, 1. B. Das Lager B1A könnte man sehen von der Rampe. Ja. Und hier waren irgendwelche Holzgebäude von unbekannten Zielen. Ja. Also das ist da gestanden. Und wie viele Gleise waren an dieser Rampe? An dieser Rampe war bloß ein Gleis. Ein Gleis. Soviel ich mich erinnere. Auf der alten Rampe. Ja. Ich bitte dann, dem Zeugen noch einmal das Bild vorzulegen und ihn zu fragen, ob er eine Person aus diesem Bild wiedererkennt. Also die SS-Männer sind alle hier mit einer Ausnahme mit dem Rücken zugewandt. Ja. Diesen Mann da, diesen einen SS-Mann mit dem Gesicht zu mir zugewandt. Ja. Ich könnte den Namen nicht sagen, aber ich glaube, ich habe den Mann gesehen. Falls ich im Leben sehen kann, ist das was anderes. Auf dem Bild, ich habe schon draufgekommen, ich kann von Bildern niemanden identifizieren, aber lebender nach dem Gesicht könnte ich vielleicht. Ich bitte dann die Angeklagten einmal vorzutreten. Recht haben. Sie sagten, das sei ein ganz populärer Mann in Auschwitz gewesen. Das war Boger da. Das war Boger. Ja. Der zweite, sagten Sie, den habe ich an der Rampe in Offiziersuniform gesehen. Jawohl. Sonst wissen Sie von ihm nichts. Ja. Ich habe mir den Mann sehr gut gemerkt. Denn der war öfters an der Rampe. Der ist dort gestanden in einem Offiziersmantel mit einem weißen Pelz. Und bei einer Gelegenheit, als ein Häftling vorgebracht wurde von zwei Unterscharführern mit Schlägen, hat ein Unterscharführer gesagt, ungefähr sowas, dieses Schwein hat da mit den Zugängen sprechen wollen. Und er hat so gemacht, machen Sie ihn fertig, es ist spät. Das war alles. Machen Sie ihn fertig? Machen Sie ihn fertig. Es ist spät? Ja. Wissen Sie, ob dieser Mann auch Selektion durchgeführt hat? Bitte schön, das kann ich nicht sagen, denn er ist in der Gruppe gestanden, wo die Selektion durchgeführt wurde. Aber falls die Selektion durchgeführt wurde, da war ich ja bei den Waggonen. Ja. Ich konnte dort zu kommen, wenn die Selektion vorüber war und ich die Leute zu den Autos, die Toten und die Sterbenden, schleppte. Und den Mann, den Sie hier auf dem Bild gesehen haben, den haben Sie jetzt nicht wiedererkannt? Nein. Ja, ich hätte dann keine Frage mehr. Staatsanwalt, bitte schön. Herr Vorsitzender, in der Nachtragsanklage gegen den Herrn, den der Zeuge eben als Offizier mit weißem Pelz bezeichnet hat, ist ein Bild vorhanden, was dem Zeugen Rübgar vorgelegt wurde. Ich möchte doch anregen, dem Zeugen dieses Bild und dann auch noch die anderen Bilder vorzulegen, mit der Bitte, er möge sich erklären, ob und gegebenenfalls, wen er auf diesem Bild erkennt oder wiedererkennt. Ich habe vielleicht gerade eine Frage an den Zeugen. Ja. Herr Zeuge, Sie sagten auf dem Bild rechts am Rande, die Person käme Ihnen bekannt vor. Das hatte ich Sie verstanden. Ja. Herr Vorsitzender, der weiteren Vernehmung möchte ich doch widersprechen, bis diese Sache erledigt ist. Ich möchte jetzt, dass der Zeuge sich darauf konzentriert. Na ja, wir können ja einen Augenblick warten. Ja.
Würden Sie mal sehen, Herr Zeuge, ob Sie von diesen Bildern einen wiedererkennen. Den würde ich wieder erkennen als denselben. Aber ohne Augengläser und so war es. Und so war er? Ja, ohne Augengläser. Nicht auf der, Rampe habe ich ihn nicht mit Augengläsern gesehen. Mhm. Diese zwei Bilder, die sind different. Das ist mehr auf der Körperhaltung, auf der ich Assessment erkenne. Ja. Das ist ein wichtiger Merkmal. Ja. Das kommt schon dazu. Aber natürlich. Also das eine Bild entspricht ja dem anderen, nicht? Dieses Bild entspricht dem anderen Porträt da, nicht? Auf diesem Bild möchte ich den Mann erkennen, ja, als den Offizier von der Rampe. Ja. Auf diesem Bild könnte ich es nicht mit Sicherheit nicht sagen. Mit Sicherheit sein. Definitiv nicht auf diesem Bild, wo er eine Augengläser trägt. Und so viel ich mich erinnere, auf den Offizier von der Rampe, der ist dort nicht in Augengläsern gestanden. Hm. Ja. Herr Rechtsanwalt Gerhard, Sie hatten jetzt wieder noch eine Frage. Herr Zeuge, meine Frage jetzt. Könnte diese Person auf diesem Bild, die Sie glauben, erkannt zu haben, möglicherweise mit dem Herrn Baretzky, wie Sie ihn in Erinnerung haben, aus Auschwitz her, identisch sein? Auf welchem Bild, bitte schön? Also, vielleicht von der Rampe, wo Sie sagten, der mir zugewandte Mann, der kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ich möchte mich nicht gerne über diese Frage mit äußern, denn ich kann ihn nicht identifizieren. Sie können es ihn ist danke. Eins der Gesichter, die für mich nicht zu viel bedeuteten. Ich war ja mit dem Baretzky, der Fred Wetzler, den habe ich ja mehr den Baretzky von Fred Wetzler gekannt. Da hat mir immer der Wetzler gesagt, Baretzky hier, Baretzky das oder jenes. Und ich war mit ihm weniger in Kontakt. Also ich würde ihn bei dieser Zeit kennen, aber heute nicht wiedererkennen. Da auch kein Zwischenfall zwischen Baretzky und mir vorgekommen ist. Falls da ein Zwischenfall wäre, dann wäre es different. Also da wäre es anders. Ja. Sonst noch eine Frage, Baretzky selbst. Herr Zeuge, in der Zeit, wo Sie in A-Lager waren, ja? Ja. Darf ich Ihnen den Namen nennen von der Blockführer? Und wenn Sie werden, können nur sagen, ob das stimmt oder stimmt nicht. Der Rapportführer war ja Kurpanik. Ja, den erinnere ich. Das war der Kleine und der Schaf hier. Nein, ich erinnere mich, der Kurpanik war ein gut gewachsener Kerl. Aber kleiner wie ich. Kleiner wie ich. Und dann war der Rotenführer, der Gelis. Denn ich würde nicht sagen, der Kurpanik war kleiner als Sie. Übrigens haben die Menschen, falls das Menschen waren, mit Stiefeln und mit diesen hohen Mützen, da hat ja jeder als ein Übermensch ausgeschaut, sozusagen. Ich würde nicht sagen, er war kleiner als Sie. Ja, ich habe nur für klein gehalten, sehr egal. Das war der Rapport für den Kurpanik, nicht? Und jetzt kommt die Blockführer. Dargelis haben Sie gekannt, den Rotenführer Dargelis. Rotenführer Dargelis? Ja. Ja, der Name klingt mir, aber ich würde jetzt nicht also mit Sicherheit darüber sprechen. Und Weiß, sagt Ihnen der Name? Ja, der Name sagt mir was. Sagt Ihnen der Name Meier was? Der Name Weiß sagt mir was. Der war als Blockführer im Quarantänelager aufgetaucht, das glaube ich, ja. Meier, auch was? Meier? Dort waren ja so viele Meiers, ich weiß nicht. Klingt nicht in meinem Gedächtnis im Moment zurück. Ja, wie Sie Buntro gesagt haben, da war eine Zeit in A-Lager, nachher kam man nach B-Lager. Schauen Sie, ich erinnere mich Buntrock, weil der Buntrock mich einmal erfasst hat und mir zwei Ohrfeigen heruntergeschmiert hat. Nicht? Das erinnere ich mich, aber. Das war so ein schwerer Verlust, stimmen Sie? Nein. Da war nachher Rapport 4 in WLAN. Ich kann mich nicht erinnern. Herr Dr. Wirber, konnten Sie den Pelz, den dieser Mann, Sie sprachen von einem weißen Pelz, können Sie den noch etwas genauer beschreiben? War das nur ein weißer Pelz und sonst ein dunkelfarbiger Pelzmantel? Oder? Das war eine grüne SS-Uniforme, ein grüner SS-Uniforme, Offiziersmantel mit einem weißen Pelz. Oben Pelzbesatz? Ja.
Und an den Dienst, ich weiß nicht, ob Sie soweit... Offizier. Offizier, genau, ja, den Dienst. Eine Frage, Herr Vorsitzender. Habe ich Sie vorhin recht verstanden, dass Sie diesen Offizier wiederholt auf der Rampe gesehen Jawohl. Haben? Jawohl. Deshalb kann ich ihn gut merken. Hat er dort sich selbst eingeschaltet in den Dienst? Hat er überwacht? Ist beantwortet, er weiß es nicht. Ich habe bloß gesagt, dass er sich selbst eingeschaltet war, als Sie einen Häftling hin mitbrachten, der beschuldigt wurde, dass er mit dem Zugang gesprochen hat. Also da die zwei SS-Männer, die wollten davon einen Fall machen, nicht wahr? Die Unterscharführer. Und die haben ihn dort hinaufgetrieben zu der Offiziersgruppe, ungefähr mit Worten, dieser Schwein, da hat einen Kontakt mit den Zugängen gemacht. Sie wollten das kurz als einen Fall aufblasen. Und dieses Individuum in Offiziersuniform hat bloß gesagt, machen Sie ihn fertig, es ist spät, es war spät, nach Mitternacht, die wollten weg. Na, die haben ihn fertig gemacht und ich erinnere mich ganz genau auf diesen Fall. Danke sehr. Ja, und wie, was geschah mit dem Mann? Ja, die haben ihm schon mit Knüppeln herbeigebracht und nachdem dieser kurze Urteil gefällt wurde, dann haben sie auf ihn mit Knüppeln losgehauen, so lange, bis er zusammenbrach und dann haben sie so lange mit Knüppeln hereingehauen, bis kein Ton herauskam. Und das hat geheißen in Auschwitz, fertig machen jemanden. Und dann haben wir die Leiche nach Birkenau gebracht, als das Kommando abmarschierte. Sie mit? Ja. Das war natürlich ziemlich gang und gäbe in der Kanada, in den Aufräumungskommando. Wenn keine Fragen mehr sind, keine Erklärung mehr.